Willkommen zurück zu Folge 28, wenn mich hier nicht alles täuscht, von Let's Play Runaway Road Adventure. Ja, so ist das nämlich. Und ja, dann lasst uns mal schauen, dass es jetzt weitergeht, ne? Was wollten wir gerade machen? Ach ja, wir hatten gerade eben einen Zug aus der Pfeife genommen und waren noch nicht high genug. Also versuchen wir noch einen weiteren Zug zu nehmen. Hallo Rutger. Hey Mann, wie geht es dir? Was du in die Pfeife getan hast, hat leider nicht gewirkt. Ich brauche etwas Stärkeres. Stärker? Wie? Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, was du brauchst. Yo Mann, ich habe gerade neulich einige Rezepte von indianischen Schamanen studiert. Hey, es gibt ein bestimmtes Rezept, das die Hopi-Schamanen zubereiten. Hast du schon mal von den Hopi-Indianern gehört? Ja, ich habe davon etwas gehört. Laut dem, was ich gehört habe, schufen die Hopi-Schamanen ein Gebräu, das einer richtigen Bombe glich. Hey, mit dem Schamanengebräu halfen die Hopi, ihrem Geist den Körper zu verlassen. Auf diese Weise konnten sie dem großen Geist Kichimani-2 nahe kommen. Genau das brauche ich. Kannst du es für mich zubereiten? Ich fürchte, nein. Ey Mann, ich habe alle nötigen Zutaten, außer einer der allerwichtigsten. Der Javaske. Javaske? Eine Erbsenart. Sie reift in der Fruchthülse einer Pflanze aus diesem Gebiet. Weißt du, das Problem ist, dass ich sie bis jetzt nicht gefunden habe. Obwohl ich die letzten Wochen fast die ganze Region abgesucht habe. Es scheint, dass diese einzigartige Pflanze nur auf dem heiligen Hopi-Land wächst. Ich verstehe. Weißt du, wie die Javaskel aussieht? Oh, ich habe einige Bilder gesehen, hey. Die Javaskelfrüchte sehen aus wie narbige, dunkelrote Erbsen. Ja. Ich habe das Thema eingehend studiert und obwohl ich die Erbsen nie in Natura gesehen habe, bin ich mir sicher, dass ich sie identifizieren kann, sobald ich sie vor Augen habe. Aha. Sehr interessant, Rutger. Ich muss jetzt aber gehen. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Einverstanden, Bruder. Tada! Alles klar. Noch habe ich den Zweig, den ich vor dem Hopi-Heiligtum abgebrochen habe. Und wenn ich ihn mir so anschaue, hängen da noch einige Schoten dran. Ja, das nenne ich Glück. Ich wette, dass die Pflanze, von der ich den Zweig abbrach, genau die ist, von der Rutger gesprochen hat. Ich werde die Schoten vom Zweig abbrechen. Fertig. Jetzt muss ich sie öffnen und sehen, ob wir im Inneren die berühmten Erbsen finden. Sie sind unglaublich hart. Es ist unmöglich, sie mit bloßen Händen zu öffnen. Ich muss etwas finden, womit ich sie öffnen kann. Okay. Hiermit vielleicht? Das bringt nichts. Wie soll ich die denn jetzt öffnen? Ernsthaft? Er ist vom Kaminrauch geschwärzt, sieht aber noch ziemlich stabil aus. Was für ein Glück, dass der Zweig gerade Schoten trug, als ich ihn abbrach. Sieht aus, als seien das die Javaskel-Erbsen, die Rutger braucht. Okay. Gab es hier jetzt irgendeine Möglichkeit, das zu öffnen? Oh Mann. Ah, Hammer und Meißel natürlich. Hey, Saturn. Was? Wir reden später, Saturn. Bis bald. Ciao. Es sieht schon sehr alienmäßig aus. Davon halte ich nichts. Kann er uns nicht? Nee. Wozu soll das gut sein? Aufweichende Hülle? Was weiß ich denn, Leute? Davon halte ich nichts. Da ist ein freier Platz. Wahrscheinlich hat sich der Zehnerschlüssel dort befunden. Ja, hier Säger? Nee, okay. War nur ein Versuch. Vielleicht hat Rutger ja was in seinem Dingslager.
Ich sehe nichts von Nutzen. Schade. Kann ich Rutger das einfach geben? Wozu soll das gut sein? Wozu soll... Ernsthaft jetzt? Weiß nicht, ich dachte, das wäre sinnvoll, wenn ich das... Gut, dann wollen wir mal schauen. Haben wir noch irgendwas anderes? Habe ich irgendwas übersehen? Gab es hier irgendwas, womit ich das öffnen kann? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Google das halte ich für keine gute Idee. Okay. Sushi, entschuldige bitte die Störung. Du störst nicht. Du störst nicht. Weiß ich doch. Nein, gut, Sushi. Bla bla bla, wollen wir gar nicht hören. Einen Moment bitte nochmal. Meine Güte, dieser blöde Husten. Die Kreide kann ich auch nicht nehmen. Die auch nicht. Kann ich das irgendwie mit dem Feuer machen? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das bringt nicht. Wozu? Das Feuer brennt ausgezeichnet. Keine Ahnung. Das bringt nichts. Dann verstehe ich nicht. In der Bank kann ich vergessen. Vielleicht... Ach, warte mal. Kann ich... Das wäre unklug. Das halte ich für keine gute Idee. Ja, nachdem er das gerade gemacht hat, ich auch nicht mehr, aber ich dachte, vielleicht könnte er die öffnen, aber... Oskar! Was? Ach, nichts. Okay. Meine Güte, wie kriege ich die denn jetzt auf? Das ist doch wieder ein Witz, oder? Ah. Da unten hart, kann ich das vielleicht einmal aus dem Fenster schmeißen? Die Rahmen vor unserer Tür machen das auch immer so. Die schmeißen das auf die Straße, allerdings ist die Straße, glaube ich, härter. Warum sollte ich das tun? Ja, ich dachte, weil... Okay. Davon halte ich nichts. Das bringt nichts. Sieht aus, als seien das die Jawaskel-Erbsen, die Rutger braucht. Aber ich kann die nicht öffnen, weil... Verstehe nicht. Ah, warte. Ist hier vielleicht etwas... Damit kann man den Kran, der sich auf dem Hauptbalken des Spitzbodens befindet, bedienen. Kann man das vielleicht so machen? Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht den Trick daran. Was soll ich denn damit? Weiß ich auch noch nicht. Davon halte ich nichts. Das bringt nichts. Meine Güte. Hey, Saturn. Was? Wir reden später. Ciao. Mensch, so ein Mist. Vielleicht... Davon halte ich nichts. Ja, nee, das war nur... Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das hätte wenig Sinn. Das hätte wenig Sinn. Das hätte wenig Sinn. Leute, jetzt bin ich aber schon... Das wäre unklug. Leicht verwirrt. Warte mal, kann ich hier den... vielleicht schneller einstellen? Hallo, Rutger. Hey, Mann! Wie geht es dir? Ich
Ich muss weiter. Okay. Bis bald. Wir sehen. Bla bla, ja. Okay, nee, uninteressant. Wo? Wo habe ich die Möglichkeit mal. Kann ich hier mit dem Wagen rüberfahren? Das bringt nichts. Wartet. Gibt's hier vielleicht die Möglichkeit irgendwie? Nein. Das bringt nichts. Was soll ich denn damit? Ich hab doch keine Ahnung, meine Güte. Nicht nötig. Der Kessel hat noch lange Brennstoff. Kann ich vielleicht... Nicht nötig. Der... Ja. Nicht nötig. Ich weiß nicht genau, wozu der dient, aber ich würde sagen, er lässt Wasser aus dem Tank ab, wenn der Kessel nicht genug Kraft hat, das ganze Wasser zu erhitzen. Den fasse ich lieber nicht an. Ich will nichts verkehrt machen. Ach. Ja, jetzt hat er eine Dampfwolke abgelassen. Da war noch was drin. Alles klar. Gut. Ein Sheriffstern. Bestimmt ist er durch den Schornstein hinausgeschleudert worden. Wie auch der Schlüssel zur Gefängniszelle. Ja, den kann ich gebrauchen. Angesichts der Umstände gar nicht so schlecht erhalten. Schauen wir mal, kriege ich damit was auf? Was soll ich... Ja, war nur ein Versuch, Leute. Echt, ey. Vielleicht den gehen wir jetzt Sushi. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Hey. Langsam nervt's mit dem Husten. So langsam nervt's mit dem Husten. Mal schauen, können wir den vielleicht oben sauber machen? Nein. Dieser Behälter ist nicht der beste, um Wasser zu holen. Nicht. Achso, witzig. Kein Zweifel. Der hat dem Sheriff von Douglasville gehört. Aha. Gut. Ich verstehe trotzdem noch nicht, was soll ich mit dem Bündling machen. Mach ich. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich ja. Vielleicht kann ich ja Oscar zum Sheriff machen. Hey, Oscar würde einen prima Sheriff abgeben. Andererseits, wofür sollte Douglasville einen Sheriff benötigen? Es ist eine friedliche Geisterstadt mit 3 friedlichen Einwohnern. Okay, damit wissen wir schon mal. Alles klar, alles klar. Das brauchen wir also später noch. Das ist es nicht, das auch nicht. Das halte ich für keine gute Idee. Sieht aus, als seien das die Javaskel-Erbsen, die Rutger braucht. Ja. Ich kann sie ihm aber nicht geben. Das bringt nichts. Er ist vom Kaminrauch geschwärzt. Sieht aber noch ziemlich stabil aus. Tja. Davon halte ich nichts. Keine Ahnung, was mir gerade fehlt, ist so ein bisschen. Der Brunnen scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Nee, das ist nur wirklich der Brunnen. Tja. Aber wie sieht das aus? Douglasville oder die Lokomotive? Ist man nicht so sehr viel, ne? Nein, den lasse ich lieber, wo er ist. Schade. Kann ich vielleicht... Das bringt nichts. Mit Lasche am Rauschen? Nein, nein. Ich muss in Erfahrung bringen, wem der gehört. Dadurch bekomme ich bestimmt einen wichtigen Fingerzeig. Ui, Wortspiel. Okay. Ich spare mir die Lampe für den Notfall auf. Wer weiß, wie lange die Batterie noch hält. Gut.
Oder vielmehr eigentlich nicht gut. Mann. Ich verstehe das nicht. Da ist wieder irgendwo irgendwo ist wieder so ein Trick. Sieht zweifelsfrei aus wie eine Artischocke. Unmöglich. Es besteht aus einem Teil. Man kann es nicht trennen. Ich bin ja immer noch der Meinung, das könnte man irgendwie abtrennen, aber ich kann mich natürlich auch total täuschen. Nein, ich mag Blumen auch, aber jetzt habe ich keine Zeit zum Blumengießen. Das hätte wenig Sinn. Das wäre unklug. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber, ey, wir finden das schon noch. Genial. Saturn hat richtig geschickte Hände. Danke, aber irgendwie... Ich kann damit nicht viel... Warum sollte ich das tun? Ich würde ja normalerweise hier den... Das bringt nichts. Irgendwas drauffallen lassen. Oder, ey, ich verstehe einfach nicht, wie ich sonst das aufmachen soll. Außer halt hiermit, ne? Betrachte Katapulthebel, hä? Habt ihr gesehen, woran er gerade arbeitet? Kein Kommentar. Hey, Saturn! Was? Ich sehe, dass du jetzt an einer Steinskulptur arbeitest. Ja, ich kann dir nicht sagen, was ich genau tue, aber ich fühle eine sehr starke Inspiration. Wir reden später, Saturn. Bis bald. Ciao! Oh ja, und da ist die Folge auch schon wieder rum. Meine Güte, es muss da irgendwas... Ich weiß nicht, welche dieser Werkzeuge ich gebrauchen könnte. Zange, zum Beispiel. Ja, so viele Sachen ein. Es ist eine kleine Stadt. Ja, haben wir alles. Das haben wir alles schon mal gehört. Warte, ist... Ja, jetzt hängt doch die Maus wieder. Was soll das denn? So, schon wieder. Gut, wie auch immer. Das war Folge... Keine Ahnung. Egal. Wie es also weitergeht, seht ihr und ich dann in der nächsten Folge von Let's Play Runaway Road Adventure. Bis dahin.